Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Fallout New Vegas und es geht jetzt auf das Ende des Spiels zu. In Folge 201, wieso steht diese Folge nicht auf meinem Zettel? Das ist ganz wunderbar. Und ich werde vorher mich aber noch um die Waffenschieber und alles hier kümmern, also um also nicht um die Waffenschieber kümmern, die können ruhig bleiben, das ist kein Problem. Ich werde mich darum kümmern, dass ich meine Sachen verkaufen bekomme. Heilige Maria? Ich glaube, das gibt viel Geld. So. Ich kann erstmal die Munition, die ich nicht brauche, nämlich verkaufen. Okay, das haben wir. Weiter geht's im Mojave Outpost. Mojave Outpost. Da sind die. Was geht denn mit dir? Schlau von den Kings, dass sie Weil wir müssen ja schließlich nochmal das Geld sammeln, bevor wir quasi das Ende einleiten. Wir können ja schließlich nicht pleite gehen. Wahrscheinlich kann ich mit dem Geld, was ich mittlerweile habe, den Damm einfach kaufen. Ist ja wahrscheinlich kein Problem. Das war's. Hallo. Dann gehe ich noch zur Werkstatt hier rüber gerade mal. Jo. Sie haben schon viel. Ja. Was muss ich denn reparieren lassen? Diese Waffe, dieser Helm. Süß umarmen lasse ich reparieren. Ein Licht im Dunkeln. Joshua Grahams Rüstung. Panzerböcke, salzende Wellen. Dünnes Outfit. Der Hut. Ja, oh Mann. Es geht weiter mit dem Verkaufen. Wer hat denn noch Geld am I-I-I-I-Punkt? I-188, da ist der I-188 gehandelt. Was? Wieso bin ich da vergöttert? Frage ich mich gerade mal. Es ist wieder tief in der Nacht, das ist auch schön. Das weiß ich nicht, hat der. Ach, das waren die, konnte man gar nicht erst ansprechen, die. Das stimmt, da war ja was. Die, anderen aber schon. Us, Veronika? Alexander? Nerven Sie immer noch hier rum? So, der hat Geld, egal wie nervig der ist. Plasma-Granate, Splittergranate, Rohleder Cowboy-Hut, wieso habe ich sowas? Das ist eigentlich doch nicht einzigartig gewesen. Giftheilungsdinger kann ich eigentlich auch verkaufen. Heilpulver auch. Rattenfleisch auch. Vorkriegsgeld sowieso. MF-Zellen, diese ganzen Hülsen. Munition, die ich nicht brauche. So. Danke. Bitte. Jetzt noch ab nach Novak. Ja, diese Musik ist toll. So, wieso leuchtet das Licht in meinem Zimmer? Ich frage nicht. Ich muss die Stromrechnung hier auch nicht zahlen.
Ein Licht im Dunkeln. Salz, eine Wunde, sie ist Umarmung. Den ganzen Kack hier. Was habe ich denn noch, was ich jetzt nicht brauche? Das ist zum Reparieren, okay. Gut. Dann muss ich jetzt noch einmal wieder zur Karawane zurück. 145 ist mein Gewicht. Wahrscheinlich hauptsächlich wegen der erhöhten Menge an... Das Schöne ist übrigens, wir haben einen permanenten Zugang weiterhin jetzt zur, jetzt zum Tal Zion, falls wir es jemals bräuchten. Brockblumen und Xanderwurzeln und so. Ich meine, es geht jetzt zum Ende hin, da ist es eh nicht mehr so wichtig, aber... Nordtor, das tut's. Ein paar Leute muss ich jetzt noch holen. Aha. Dahin geht's wieder ab, das muss mich nicht interessieren. Gehen Sie weiter. Ja, ist glaube ich auch wirklich besser so. Ach, ist das schon wieder in der Heimat zu sein. So, nachkommen. In die Präsidenten-Suite. Wo ich... Wie sieht's aus? Ich finde, wir sollten zusammen reisen. Machen wir. Und richtig. Ja, so. Dann kann ich noch Sachen austauschen. Haben Sie was Feines für mich? Ein Kleid vielleicht? Die Sanse Zasbulas. Ja, das ist eher unwichtig gewesen. Und Edi trug doch andere Sachen für mich, ne? Er trug Wasser, Mais. Ja, und das war's. Womit ich aber doch schon den größeren Teil abgedeckt habe von den Sachen, die wir Gewicht haben. So. Wir haben eine Pacencia und eine Panzerbüchse. Womit wir jetzt... Ich wollte einen neuen Spielstand erstellen. Wegen der Tatsache, dass ich dann ab diesem Punkt weitermachen kann und die anderen Enden für mich noch wegen der Achievements spielen kann. Außer das Legion und das Mr. House-Ende. Eigentlich nur das Wildcard und das Republik-Ende. Zu Roger, zu Colonel Moore zurückkehren und melden, dass die Großkanne vernichtet wurden. Ach, jetzt wird's schön. Nelson gehört wieder uns. Jo. Hoffentlich können wir es dieses Mal verteidigen. Natürlich, da ist ja keiner mehr. Und die Legion wird auch nicht mehr angreifen. Ach, dieses Ding ist so super. Also wenn es einen Ort gibt, der besser gesichert ist, dann weiß ich nicht. Allein hier im Büro, wie top das gesichert ist. Ich finde das, dass sie sich zurückgezogen haben. Sie hatten keine Ahnung, mit wem sie sich angelegt hatten. Ja. So, hier muss ich rein. Auch, ne? Colonel Cassandra Moore auch selbst bewaffnet. Passiert, wenn ich hier reingucke? Erster Inventarbericht. Wir haben mit der Bestandsaufnahme der hiesigen Reste begonnen, aber nach meinem ersten Eindruck ist hier nicht viel.
Die Gerätschaften sind in einem schrecklichen Zustand, benötigen ausgiebige Reparaturen, damit wir erst überhaupt mal eine minimale Energieproduktion aufnehmen können. Wir haben noch hier viel vor Arbeit vor uns, Jungs. Keine Ahnung, was das soll. Johnson, ich bin auf eine Kiste mit ein paar Anzügen gestoßen, deren Material ich nicht mehr erkenne. Was für ein Zeug ist das denn? Sieht mir irgendwie wie Vorkriegstechnologie aus. Die Eierköpfe hier unten sind überwiegend geniale Mechaniker und könnten sich nur die Köpfe kratzen, als ich ihnen das Zeug zeigte. Toll, ganz toll. Die Sache mit den Anzügen noch im Kopf? Sie sind weg. Irgendein Edel hat eine vollständige neue Organisation unseres Lagersystems befohlen und jetzt finde ich gar nichts mehr. Klasse, ich hoffe, sie tauchen irgendwann wieder auf. Das hat niemanden interessiert. Ja, hatten Sie was Neues über die Kahne? Die werden für niemanden mehr ein Problem darstellen. Ist nicht schade um Sie. Wir hören seit Jahren, dass Sie die Unholde mit Medikamenten versorgen, aber bisher hat nie jemand etwas dagegen getan. Wie auch immer, niemand wird Sie vermissen. Und ich habe eine neue Mission für Sie. In letzter Zeit haben wir besorgniserregende Berichte über die Omertas erhalten. Eine der drei Familien, die den Strip kontrollieren. Unser Nachrichtendienst meldet, dass hochrangige Mitglieder der Omertas in den letzten Monaten an geheimen Treffen teilnehmen. Wir konnten noch nicht herausfinden, mit wem sie sich treffen, aber wenn es Caesars Leute sind, müssen wir handeln. Sie müssen herausfinden, was sie vorhaben und einschreiten, wenn eine Bedrohung für die RNK besteht. Noch Fragen? Nun, mir gehört das Omertas doch jetzt, glaube ich, dachte ich. Die Omertas wollten die Botschaft und die Einschienenbahn angreifen, aber ich habe sie aufgehalten. Sehr gut. Man könnte meinen, dass ein Leben in Saus und Braus manchen Leuten reichen würde, aber nein. Da diese Angelegenheit aus dem Weg ist, sehen wir mal weiter. Mr. House war ein Problem, das aber angenehmerweise jemand für uns erledigt hat. Hm. Oh, hätte ich beinahe vergessen. Es dürfte Sie freuen zu hören, dass Ihre Bemühungen nicht unbemerkt geblieben sind. Der Generalstab plant seit einer Weile, den Präsidenten den Damm besuchen zu lassen, um die Moral der Truppen zu steigern und so weiter. Dank unserer Arbeit hier fühlen Sie sich endlich sicher genug, die Planung abzuschließen. In der Zwischenzeit habe ich eine letzte Mission für Sie. Vor einigen Jahren konnten wir der hier ansässigen stählernen Bruderschaft das Solarkraftwerk Helios One entreißen. Es war ein vernichtender Sieg. Seitdem hört man keinen Ton mehr von der Bruderschaft. Die meisten gehen davon aus, dass die Bruderschaft erledigt ist. Vor kurzem sind Kundschafter in einem Bereich westlich von Helios nicht zurückgekehrt. Und ich fürchte, dass die Bruderschaft dahinter steckt. Ich möchte, dass Sie sie finden und sie dann endgültig erledigen. Noch Fragen? Also, ich hab, hinter mir ist eine Begleiterin der Bruderschaft. Ich trage eine Bruderschaftsrüstung. Gibt es keine friedliche Lösung? Denken Sie nicht mal dran. Überlebende der Bruderschaft hegen sicher einen tiefen Groll gegen uns. Wir können solche Feinde nicht am Leben lassen. Weitere Einwände? Vielleicht wollen Sie der Bruderschaft einen Strauß Blumen mitbringen? Wie soll ich einen kompletten Verband der Bruderschaft vernichten? Gute Frage. Damit beschäftigen sich unsere Strategen schon länger. Sie schlagen vor, dass wir uns auf das konzentrieren, worauf wir zählen können. Bei der Bruderschaft ist das ihre Besessenheit von Technologie. Sie würden nie irgendwo hingehen, wo es keinen Strom gibt. Ich würde wetten, dass es in ihrem Versteck einen funktionierenden Reaktor für ihre Geräte gibt. Das ist ihre Schwäche. Sprengen Sie diesen Reaktor, damit wir die Bruderschaft von der Liste unserer Probleme streichen können. Sonst noch was? Ich dachte, die Bruderschaft wäre bei Helios One ausgelöscht. Wie haben die überlebt? Nach der Schlacht haben wir unsere Kontrolle über das Kraftwerk gesichert, bevor wir den Feind verfolgten. Es war ein Fehler, aber schließlich hatten sie ja keine Möglichkeit zu fliehen. Als wir sie dann verfolgten, waren sie jedoch einfach verschwunden. Ein paar unserer Leute glauben, dass sie über Beförderungsmittel wie die Vertibirds der Enklave verfügen und sich damit von hier verzogen haben. Ich glaube, dass sie ein Versteck in der Nähe von Helios gefunden haben und nie wirklich geflohen sind. Noch Fragen? Wo sollte ich mit dem Suchen anfangen? Wie schon gesagt, hielten sich unsere Kundschafter ein Stück westlich von Helios auf, als sie verschwanden. Nein, Madam. Wegtreten. Sir. Aber... Wurde die Bruderschaft gefunden? Wenn es sein muss, aber fassen Sie sich bitte kurz. Die... haben wir doch schon, ne? So. So, wir müssen uns also um die Bruderschaft kümmern. Eigentlich will ich das nie. Wäre ich doch nur beim Tod Caesars dabei gewesen. Weil ich die Bruderschaft mag. Da ist der Ausgang.
Ist das der... Nee. Der Ausgang ist noch ein weiteres Stockwerk höher. Das ist doch der Ausgang. Oder? Jo. Ich würde bitte den finden und sich drum kümmern. So. Alles klar. Wieso ist hier ein ausgehöhlter Fels? So, wo war hier nochmal der Eingang? Dahin. Ah ja. Veronika ist wieder zu Hause. So. Hidden Valley. Lalalala. Hier komme ich doch rein, ne? Das war doch, glaube ich, immer ohne Problem möglich. Hallo. Oh, hallo. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Zeit, dass ich gehe. Warte mal. Muss ich vielleicht doch irgendwas da draußen machen? Das Problem ist, da ist ja nichts. Nee. Bevor ich das mache, gehe ich zum Aufseher. Was Veronika macht, weiß ich jetzt gerade nicht. Hallo. Paladin. Mit der Stanton. Ritter der Kokosnuss. Ah, das waren auch tolle Quests hier in der Bruderschaft. Ah. Habe ich ja mal gemocht. Hoffentlich darf ich meine Experimente weiterführen, jetzt wo Hardin ältester ist. Es hat mir nie gefallen, wie er mich während der Meetings ansieht. Als würde er mich als Zielscheibe missbrauchen wollen. Der Mann hat keinen Respekt vor der Wissenschaft. Aber genug davon. Was wollten Sie? Ja. Dem Lehrling kann ich auch nichts anfangen. Ist nur ein Büro. Das ist doch hier das Selbstzerstörungsterminal, ne? Das heißt, im schlimmsten Fall weiß ich, was ich tun muss, aber dann wird mich Veronika wahrscheinlich hassen. Was bedeutet, dass ich es eigentlich nicht tun will? Das Harden. Schön, dass Sie wieder da sind. Ich kann hier nichts machen. Das ist doch komisch. Nee. Das ist der falsche Weg. Was ist das denn? Unsere Instrumente zeigen deutliche Spannungsschwankungen jenseits des Flusses. Was ist da drüben los? So, muss ich hier hoch? Ach schon. Ja, ich hoffe mal einfach, dass ich euch jetzt nicht auslösche, wenn ich da zu der Markierung gehe. Das wäre blöd. Aber
irgendwie sagt mir die Markierung nicht, dass ich hier etwas tun soll. Und was macht Veronika da? Oh, gerade als... Weil es ist halt einfach... Hier. Hier ist nix. Hier ist ein Stein. Naja, ich mache einen Cut und ich würde sagen, bis zur nächsten Folge und tschüss.